Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, ich werde heute nochmal bauen, vielleicht auch morgen nochmal, das muss ich schauen. Ich werde aber diese Woche auf jeden Fall auch nochmal mal mindestens eine Folge bei Gina und Steven machen, damit wir auch nochmal ein bisschen spielen und jetzt nicht wirklich die ganze Zeit permanent nur bauen. Erstmal freut es mich unheimlich, dass dieses Zimmer so gut bei euch angekommen ist. Ich würde mich jetzt hier gerne an das Badezimmer machen für unsere Ashley. Haben auch einige jetzt schon bemerkt, hey, aber zum Beispiel Lia braucht doch gar kein Badezimmer, aber ihr sinkt doch das Hygienebedürfnis als Vampir gar nicht mehr. Das stimmt zwar, aber wir haben ja hier überall Doppelbetten. Die drei sollen ja hier nicht Ewigkeiten immer alleine sein. So, Sanitär. Ach du Schande, was ist das denn für ein... Ach du Schande. Frisch aus dem Bordell. Das sieht extrem bescheiden aus. Was machen wir denn mal hier rein? Sowas hier wäre schön modern. Aber ich überlege, ob ich hier nicht... Vielleicht mache ich hier erstmal eine Theke rein. Theke. Ach, da bin ich ja schon direkt. Och, ich bin wieder... Ich bin leicht verwirrt, wie mir scheint. Sowas in komplett weiß passt hier nicht rein. Finde ich persönlich. Sieht merkwürdig aus. Aber es ist auch schwierig, hier irgendwie eine Farbe zu finden. Tatsächlich, die hier schön... reinpasst. Was hätten wir denn hier mal? Das sieht jetzt auch eigentlich nicht so richtig nach Badezimmermöbel aus, aber das geht eigentlich schon noch. Gucken wir mal, was wir da sanitär, was wir da für ein Waschbecken reinpacken könnten. Ich bin ja da immer großer Fan von runden Waschbecken. Solche Sachen sind auch cool. Aber hier sowas gefällt mir eigentlich mal ganz gut. Wie sieht das hier aus? Wäre schon auch ganz nett eigentlich. Aber das mit dem Rosa passt hier nicht so gut rein. Das hier würde ganz gut reinpassen, wie ich finde. Aber ich finde es schöner, wenn es abschließt. Muss ich ehrlich sagen. Das finde ich persönlich schöner. Machen wir sowas. Oder das hier hat halt jetzt nicht unbedingt die größte Zuverlässigkeit. Aber ich finde, das wirkt einfach besser. So, ein Spiegel. So ein Herzspiegel ist schon wieder was ganz anderes. Aber das Waschbecken, das ging überhaupt gar nicht. Den hier finde ich auch super, aber den finde ich so ein bisschen blöd zum Fertigmachen. Der ist eigentlich so klein. Also diese Herzchen hier. Der ist auch voll süß, dieser große Spiegel. Wie teuer ist denn der Herzspiegel? 125. Können wir ruhig so einen kleinen Farbklecks reinbringen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oberflächen machen wir hier vielleicht noch ein Regal hin. Dann ist nur die Frage, vielleicht in der Farbe hier. Das flackert nur minimal. Da könnte man auch ganz schön... Oh, ich muss mal gerade was ausprobieren. Was ist das? Ach, das war der Kleine. So, also ich habe mir noch ein paar neue Pflanzen runtergeladen. Alles, was ich mir jetzt runtergeladen hatte übers Wochenende, ist wieder auf Facebook verlinkt. So, aber ich suche gerade Pflanzen, die tatsächlich so im Spiel drin sind, so an die Wand. Und zwar suchte ich diese hier. Wobei mir da eigentlich dieser Korb, wo die drin sind, zu dunkel ist. Das stört mich dann doch.
groß ist das? Warum kann ich das hier nirgendwo anbringen? Ich muss ja mal die Wände ein bisschen runter machen. Das stört mich gerade ein bisschen. Sowas wird sich hier vielleicht ganz gut noch machen. Sowas wäre auch hübsch. Könnte man auch ruhig noch ein bisschen vergrößern. Das ist eigentlich echt schön da an der Stelle. Das ist eigentlich wirklich ganz schön. Haben wir noch irgendwas hier für an die andere Wand? Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwas noch haben. Oh, wenn wir so machen, dann ist es natürlich hier auch richtig kitschig, das Badezimmer. Aber ich will es jetzt gerade trotzdem mal ausprobieren. Ja, die leuchten halt auch ganz cool eigentlich, ne? Aber es ist schon sehr kitschig. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Vielleicht eher noch so hier hin. So, die Schmetterlinge fliegen nicht nur auf dem Bild, sondern auch rund ums Bild drumherum. Was haltet ihr denn von der Idee? Ja, kleine Lämpchen könnte man hier natürlich auch hinhängen. Wir haben ja hier noch keine wirkliche Beleuchtung im Bad. Also sowas hier zum Beispiel. Das gibt sehr kaltes Licht, aber ich glaube, die meisten geben eher kaltes Licht. Nee. Das ist auch nischt. Nee, das gefällt mir alles gerade noch nicht so gut. Nee, auch nicht. Nein. Das bringt so gut wie gar kein Licht. Ist auch irgendwie dann doof. Nee, viel zu groß. Passt nicht, die sind auch zu groß. Das weiß ich jetzt schon, was ist denn hiermit? Ha, ich bin nicht so ganz happy. Ich glaube, am ehesten wäre ich noch für diese Lampen hier. Ah. Oh, hier will ich mal gerade was ausprobieren. Eine Badewanne hier hin vielleicht. Die wäre doch eigentlich ganz cool. Oh, hier so ein riesen Herzchen. Oder so eine. Die passen hier eigentlich schon ganz gut hin, ne? Wie teuer ist denn die hier? 700. Puh, ist schon ziemlich teuer. Aber hey, sie ist unkaputtbar. Ich bin mal gespannt, wie wir mit dem Geld hier hinkommen. Es ist für mich okay, wenn sie wirklich halt hinterher komplett knapp bei Kasse sind. Das ist für mich absolut in Ordnung, muss ich sagen. Das kriegen wir schon wieder alles auf die Reihe. Was jetzt hier nur blöde ist. Ich muss mal gerade was ausprobieren. Ich muss hier mal gerade eine halbhohe Wand reinziehen. So. Ob das Klo da direkt stört, wenn man da reinkommt. Ich meine, es ist ja in vielen Bädern so ein bisschen beengt. Das ist ein krasses Klo hier direkt zusammengebastelt. Ich glaube, das wird jetzt da nicht unbedingt stören, oder? Weil ich will jetzt nicht, dass sie hier so komplett direkt offensichtlich auf dem Präsentierteller auf dem Klo sitzt. Das muss so nicht unbedingt sein. Das ist ein bisschen doof. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. Ich wollte hier eigentlich auch noch eine Dusche hier reinpacken.
Naja, gucken wir mal. Also, Klopapier. Wie lange man sich hier schon wieder an sowas aufhalten kann, an so Krams, ne? Krass. Wahrscheinlich halten sich tatsächlich die wenigsten so lange damit auf und nur ich mal wieder. So. Die Klorolle. Mir fällt gerade auf, dass ich hier oben mal noch eine andere... ein anderes Mäuerchen draufsetzen wollen würde. Dann machen wir doch sowas. Und dann so einen cremigen Braun. Machen wir einfach so, oder? Gefällt mir so eigentlich ganz gut. Ja, was Größeres, Pflanzenmäßiges hätte ich gerne noch. Einfach um hier so ein bisschen den Blick zu verdecken. Ich meine, wir sind hier zwar ganz hoch, man kann hier eigentlich doch aus dem gegenüberliegenden Hochhaus könnte man hier reinschauen. Und das versuche ich mal zu vermeiden. Man mag manche geben, die da drauf stehen, aber wissen wir ja nun nicht, ob Ashley so der Typ dafür ist. Aus welcher Richtung werde ich eigentlich spielen? Ich habe irgendwie immer so meine präferierte Richtung. Ich glaube, das hier wäre wahrscheinlich fast die Richtung, aus der ich am meisten spielen werde. Das heißt, ich sehe dann das Bad hier hinten so. Es gefällt mir eigentlich gar nicht. Okay, wahrscheinlich werde ich das hier doch so ein bisschen eher anpassen, wie ich halt gerade bockig bin. Dim, 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 dim. Ich habe auch noch irgendwo, ich hatte mir jetzt so Glasscheiben runtergeladen für die Dusche. Sowas ist natürlich auch immer cool. Wenn man sowas macht, liebe ich total, aber die sind auch ein bisschen teuer, finde ich. Ich meine, haben sowas auch in günstiger und trotzdem eine sehr, sehr gute Dusche. Hey, guck mal, die könnte man hier sogar in die Ecke stellen. Ich teste das mal ganz kurz, dann sähe das hier halt so aus. Die könnte man tatsächlich da auch in die Ecke stellen ohne Pflanze. Ist auch cool. Also die hier ist, keine Ahnung von wo, Ibarium Schauer nennt sich das Ganze. Aber die ist von Simcredible und von Simcredible hatte ich nämlich auch diese anderen Teile, was ich da jetzt meinte, diese Glasdinger. Ich denke mal fast, die werden hier irgendwo bei Deko sein. Die Frage ist nur, wo. Das hier war eines dieser Teile, was man direkt auch noch so als Ablagefach nehmen konnte. Das fand ich nun auch eigentlich sehr, sehr nice. Muss ich sagen. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die anderen Glasdinger? Das weiß ich nämlich jetzt gerade natürlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mal filtern auf benutzerdefinierte Inhalte. Weil das hier sind ja die Dachschrägen. Also da ist anscheinend nichts. Ich gehe mal hier auf alles. Aber ich glaube, nee, ich kann nicht darauf filtern, dass ich alles angezeigt haben möchte, was ich von einer Seite runtergeladen habe. Ansonsten hätte ich nämlich gerne mal alles gesehen, was ich von Simcredible runtergeladen habe. Da das nämlich auch von dort war, das habe ich alles auf derselben Seite runtergeladen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Du.
Das ist auf jeden Fall auch von Simcredible. Das kann man auch nehmen für sowas. Was war eigentlich noch mal cooler? Das sind so Dinger, die man in Türräume, in so Türgänge reinhängen kann. Hier ist es anscheinend nicht bei. Ist es vielleicht eine Wand? Beziehungsweise ein Zaun? Ja, es ist ein Zaun. Okay. Okay, das passt dann hier aber auch ein bisschen nicht so gut. Das war auch nicht das, was ich eigentlich suche, aber das soll mir jetzt gerade mal egal sein. Ich muss hier mal gerade was ausprobieren. Ob ich das hier vielleicht so mache? So dürfte man doch eigentlich auch nicht reingucken. Oder beim. Ja, doch schon. So kann man es auch beim Duschen sehen. Aber ich finde es eigentlich so ganz nice. Hier mit dem anderen Boden. Dann kann man da nämlich noch schön ein bisschen Deko reinstellen. Haben wir hier eigentlich ein ganz cooles Bad zusammengezimmert. So, dann habe ich nur. Warte mal, hier könnten wir vielleicht noch ein Regal reinstellen mit Handtüchern. Ist das bei Oberflächen? Nee, ne? Weil das ja eigentlich schon direkt zugestellt ist. Dürfte das nicht bei Oberflächen sein. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier noch? So, da haben wir sowas noch. Das könnte man hier natürlich auch festmachen. Okay, gut. Sowas ist eigentlich jetzt eher selten im in der Scheibe verankert. Wenn wir es da direkt beistellen, dann werden die Handtücher nass. Wobei so ein bisschen an der Seite kann man es, an die Seite kann man schon hinstellen. Obwohl es, hier macht es sich eigentlich auch ganz gut. Trotz allem. Was haben wir hier für Farben? Das ist ganz süß. So, jetzt haben wir hier aber doch auch noch so Düfte und sowas alles. So, ein paar Taschentücher könnte man hier noch hinstellen. Nee, da stellen wir da mal nicht hin. Hier so Haarbürsten. Warum mache ich das eigentlich da oben drauf? Da kommt sie sowieso nicht dran. Machen uns auch nichts vor. Sind wir doch mal ehrlich. So, Wattestäbchen. Hier verschiedene Lotionen. Das reicht. Und irgendwas sollte ich da gerade noch hin. Ach ja, Seife, genau. Wo ist denn die ganz normale Seife? Das hier ist ein Seifenspender, aber der ist. Oh, obwohl der ist eigentlich in so einer Farbe, würde hier ganz gut hinpassen. Gibt es den normalen, den Standard-Seifenspender auch in rosa? Das ist zu groß. Wo ist denn der normale Seifenspender? Muss viel weiter oben sein eigentlich. Dieses ganz stinknormale, eckige Ding. Wo ist der hin?
Der ist auch cool. Bevor ich jetzt ewig nach dem anderen suche. Der hier ist von Peacemaker IC. So, ich muss das hier mal gerade da wegnehmen. Und der kommt jetzt so dahin. So, perfekt. So, und ich würde hier gerne noch ein bisschen mehr dekorieren. In diesem Teil hier. Aber ihr könnt mir ja gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr bislang so von diesem Badezimmer haltet. Passt es zu Ashleys verspielt niedlichem Stil, den ich hier verpassen wollte? Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen wieder. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!